Und damit herzlich willkommen zurück zu Edna Folge 21. Wir waren stehen geblieben, dass wir in diesem Therapieraum ja die Namen vergeben mussten und wir wollten irgendwie gucken, dass das irgendwie hinhaute mit den Sportstunden und den Farben etc. Dafür wollten wir uns nochmal die Akten angucken. So, wem nehmen wir denn eigentlich? Ich wollte mal alle nehmen, ne? Und das ist das Aufschreiben. Wir nehmen doch mal alle. Und dann hört mein Kugelschreiber. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Gut, den haben wir sortiert. Numero uno. So, König des Aufenthaltsraums. Den nehmen wir auch. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Die Reihenfolge mit dem Sport aussuchen können wir uns ja schon denken, aber wir müssen ja sehen, dass wir das zum richtigen, die richtigen Haustiere zuordnen können. Wir nehmen jetzt Drogelbescher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Drogelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, gut. Dann gucken wir uns die nochmal an und nehmen den nächsten. Das wäre Peter. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also als viertes wurde ausgewählt. Okay. Dann gucken wir uns das nochmal an, die Akte. Das müsste ja dann mit diesem Hoodie sein, der eierschalende Papagei. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoodie. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also als fünftes. Gut, dann gehen wir zurück ins Therapieräumchen, machen die Schublade wieder ordnungsgemäß zu. Und raus hier. Und wieder nach oben. Klack. So, jetzt müssen wir uns wieder daran erinnern, wo es war. Hier war der Wäschelift, da wollen wir nicht hin. Hier gehen die Treppe nach oben. Und geh nach hier vorne. Und hier müsste der Gang eigentlich sein. Oder? Oder? Richtig? Falsch? Na, komm. War das jetzt richtig oder falsch? War das da lang oder lang? Ich würde sagen, es war durch den Essensaal und die Küche nochmal durch. Da war der Raum. Wollte ich behaupten jetzt. Naja, rein in die Küche erstmal wieder. Wo wir auch den Koch nun eigentlich nicht wirklich gefunden haben, ne? Das ist... Hey, Schublade zu machen hier. Ja, stoß mal vorbeilaufen. Und rein da. War es jetzt da lang oder da lang? Ich würde sagen, es war rechts. Nein, war es nicht. Ah, Fail. Also hier nach links. Da sind wir, richtig. Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Klar, sicher. Darum sind wir ja hier. Bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Alles klar, wir nehmen einfach mal Adrian, gucken, was dann passiert. Kurz gucken, wo der ist. Da. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportrichter mal als letzter. Warte mal, was war? Der König als zweites. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage.
Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Wir hatten doch aber gar keinen Hund. Wir hatten eine rote Katze als König. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Wir hatten keinen Hund, wir hatten eine Katze. Eine rote Katze. Trotzdem rot? Rot. Rot. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Ha, er braucht die schon. Das war jetzt nicht so toll. Tja, noch mal rein. Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Natürlich. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Wir nehmen wieder Adrian. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Zweites. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Jetzt nochmal gucken. Alles klar, das wäre jetzt ein Bei dem Bienenmann wäre es schwarz gewesen. Bei uns rot. Bei dem König wird Ruggelbecher. Gelb. Wird sich wirklich was er hören möchte. Grün, die Farbe der Hoffnung. Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Sehr gut. Also wir sind geheilt, aber was uns das jetzt bringen soll, ist die andere Sache. Immer noch die Cocktailkarte hier drin, unterschriebenes Formular. Ach genau, mit dem Ketchup und Senf wollte ich noch was ausprobieren. Bei dem Herrn farblosen Dr. Mantel. Dafür gehen wir hier nach oben. Wieder zurück in den Fahrstuhlschacht. Was heißt Fahrstuhl? Wäschelift eigentlich, ne? Der umprogrammierte Wäschelift. Gut, nach oben. Ach ne, hier war das wieder. Ach Mann, jetzt. Langsam ist es ja aber echt nicht mehr schön, dass ich mich hier stets so ständig verlaufe. Wir müssen, da kommen wir her. Da gehen, dann hier hinten wieder zu durch die Türen, die Küche, durch den Keller. Dann können wir auch gleich nochmal bei Emilia vorbeigucken, im Keller. Ob sich da denn schon irgendetwas getan hat eigentlich. Ob er schon fertig ist mit Graben oder nicht. Ach, da hätten wir auch unten hier langlaufen können. Oh, ich sag ja, das ist nix für mich. Nix für mich. Hier, glaube ich, war der Emilio drin, ne? Oder war hier die Bar? Hier war Emilio drin, alles klar. Er hat nichts für uns. Immer noch Erdhaufen. Erdhaufen ansehen. Wo ist er? Da ist er. Da liegt ein Häufchen Tonerde. Na gut, die nehmen wir mit. Darauf wollten wir so ein bisschen hinausgehen, dass er vielleicht uns Ton ausgräbt. Reden wir mal mit ihm. Hallo, bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Vielleicht ist er ja auch schon draußen. Okay, den Ton, die Tonerde haben wir hier. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, wo das genau war. Mit diesem... Ja, Ton, ja, da müssen wir irgendwie brennen, aber wir brauchen immer noch den Schlüssel. Das ist
immer noch so ein kleines Geheimnis, wie wir an den rankommen. Das würde ich gern wissen. Ich glaube, von hier aus konnte man den gar nicht benutzen, glaube ich. Beam me up, Scotty! Edna? Das sieht gefährlich aus. Egal. Alles klar, jetzt geht's. Jetzt probieren wir mal die Ketchupflasche auf Herrn Dr. Mantel. Da kommt der nächste Ausgang. Hm, hat uns gerade irgendwie nichts gebracht. Das ist echt doof. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Alles klar, er scheint nicht mehr da zu sein. Hm, wir haben auch nichts Neues bekommen. Bin mir jetzt gerade nicht... Da kommt der nächste Ausgang. Ist gerade nicht so sicher, wo er jetzt sein soll. Vielleicht bei den Waschmaschinen, die da standen. Hier standen da irgendwo Waschmaschinen, warte mal. Die waren doch gleich hier irgendwo um der Ecke, oder? Reinigungsstück. Geh mal raus. Hm. Oder auch nicht. Hm. Ach, Mann. Ah, komm schon. Ach ja, bloß wieder Schlafsaal. Ich weiß gar nicht, warum ich da überhaupt noch hinrenne jedes Mal. Hier war ja eh nichts mehr zu tun. Aber irgendwo muss doch Herr Mantel jetzt hin verschwunden sein. Hm. Wo ist Herr Mantel? Mir fällt auch gerade ein, unten im Keller standen ja die Waschmaschinen. Und vielleicht ist er ja unten im Keller jetzt mittlerweile schon. Benutzen, Lichtschalter. Klack. Raus. Vielleicht ist er jetzt unten im Keller, der Herr Mantel. Und von hier aus müsste er nicht auch wieder in zum Keller kommen. Das dürfte wohl nicht allzu schwer sein. Vielleicht, wie gesagt, unten sind ja wie gesagt die Waschmaschinen und dann kann ja sein, dass er dann unten ist, ne? Wir hoffen es mal. Na los. Wir haben nach unten Lust. Da kommt der nächste Ausgang. Ah, sehr schön. Da läuft die Waschmaschine und da ist der Kleiderbügel. Sehr schön. Das hat ja gut geklappt. Wenn du den jetzt auch noch nimmst. Danke, Edna. Jetzt gehen wir zum Aufenthaltsraum. Na, dahin. Ednachen? Du spurst schon wieder nicht. So, aber jetzt. Und wir müssen nach oben. Na. Hier wieder rein. Oder nee, wieder nach... Nein. Manu! Warum verlaufe ich mich denn jetzt hier schon ständig? Das gibt's doch gar nicht. So unübersichtlich ist es ja eigentlich gar nicht alles. Aber sich irgendwie zu merken, wo was ist, fällt mir nämlich das Spiel hier gerade ein bisschen schwer. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Keller. In die Küche. Wieder raus. In den Flur. Und wenn wir jetzt von hier die Treppen hochgehen, kommen wir da nicht hin. Also gehen wir hier wieder raus. Und dann Keller, benutzen wieder den Wäschelift, wo wir gerade hergekommen sind. Inventar benutzen. Das sieht gefährlich aus. Egal. Die kleinen Knubbels hier. Sie hat auf 4 auf 10. Aber Harvey hängt da ganz lässig rum. Ausgang. Da sind wir wieder. Rein in den Aufenthaltsraum. Hallo, Mann, jetzt den richtigen Kleiderbügel geben. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Bin mir jetzt schon wieder nicht ganz so sicher, wo das war.
Hier war auf jeden Fall nicht, hier war bloß der Fernsehraum und Juppi. Müssen wir wieder auf die Seite gehen. So. Jetzt war die Angelegenheit. Ich könnte mal auf Toilette nochmal nachgucken. Das war nicht die Toilette. Aber dem Ton müssten wir doch hier eigentlich was machen können. Aber ich glaube, da hilft uns nicht weiter. So, wir können mal kurz gucken, wie es Peter geht. Mit seinen Depressiven. Können wir jetzt das Licht nochmal benutzen? Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Wie lange die hier schon rumhocken, ne? Ja. Gut, wir gehen wieder nur für Person... Na, rein da. Gut, wir nutzen den wieder. Mal wieder. Haben wir die Folge noch gar nicht benutzt, ne? Eine große Ausnahme. Muss gucken, wo dieser Schocktherapie war. Ich bin nicht mehr so unbedingt sicher, wo der war. Da kommt der nächste Ausgang. Müsste aber eigentlich... Ich glaube, der war im Treppenflur gewesen. Nur dieses... Wahrscheinlich dieser Stromschütter. Wir waren schon mal drinnen. Das war in den... Genau, hier ist er drinnen. Nein. Und wir kommen gerade da nicht hin. Geh zu Flurende. Ach, da war da wieder bloß dieses... Ach, Mensch. Bettenlager. Ich glaube, wieder zurück. Benutzen wir den gleich nochmal. Ja, guck mal, Edna kommt auch schon total grantig. Sie einen Erfolg geben würde fürs Ziel laufen, wenn wir Platz 1 auf jeden Fall. Da kommt der nächste Ausgang. Den hätten wir schon geschafft, den Erfolg. Wir springen jetzt hier runter. Los, runter und da wieder hoch. Oh, die ist noch gleich auf Anhieb. Sehr schön. Da kamen wir... Wir gehen ins Treppenflur hoch. Die Treppen sind gut. Wir gehen den Treppenflur hoch. Um dann zu dem Schocktherapieraum zu kommen. So. Gehe zur Treppe. Treppe auf. Und Rainer. Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Nee. Ja, hauen rein. Ich glaube, wir lassen es lieber bleiben. Nein, ich würde es lieber auf später verschieben. Nein. Was? Ich kann das nicht... Hä? Wir wollen das doch aber. Warum kann ich nicht aussehen, dass wir das können? War mit dem Termin? Ich... Zu spät. Na, das war ja was. Okay. Harvey war schön grün. Wir müssen wieder nach unten. Wir müssen wieder in den Wäschelift rein. Vielleicht können wir dann wirklich diesen Ardian schlagen. Den König der Spiele. Darum sind wir ja hier gewesen, ne? Und uns diese Schocktherapie quasi selber verschrieben. Aber komisch ist auch, ne, der Dr. Marcel, der brutzelt uns, um unser Gedächtnis zu löschen. Und jetzt hilft uns genau diese Methode, um den Adrian irgendwie zu... Ne, das ist... irgendwie zu schlagen. Komisch das sieht gefährlich aus. Egal. Komische Angelegenheit, aber wie gesagt, mehr als probieren können wir nicht. Und wenn wir Erfolg haben, ist es doch umso besser. Ja, alles klar. Da kommt der nächste Ausgang.
Und rein in die gute Stube. König Adrian zu schlagen. Ah, Trockelbecher. Da sind wir wieder. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Bist du denn bereit, dafür jetzt endlich mal zu verlieren? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder da. Okay, die Auswahl bleibt die gleiche. Und wir nehmen einfach mal Kopf, um zu gucken, was passiert. Kopf. Meine Treu. Es ist Kopf. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Tja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt, halt, halt. Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl, ich... Behalte die Medaille. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Na super. Aber wenn sie es doch mal probieren, dann wird er ja wieder gewinnen. Also irgendwie kommt man trotz dessen noch nicht wirklich an seiner Medaille. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm. Oder Zahl. Wir nehmen Zahl. Zahl. Tatsächlich. Ah. Jetzt ich. Ich tippe auf. Komm. Ja. Oh. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Nee, danke. Du betrügst doch eh immer. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Und damit sagen wir auch Cheerio. Bis morgen.